Die deutsche Musikbranche ist nicht divers genug. Das war's schon. Hi, mein Name ist Dan Bassano. Ich bin Co-Gründer von Same But Different, Diversity Trainer und arbeite als Tourmanager für Bands. Und wir gehen heute gemeinsam der Frage auf den Grund, warum es der deutschen Musikbranche immer noch an Vielfalt mangelt. Das Ganze will ich an einer Dimension von Diversität aufzeigen, genauer gesagt am Beispiel von Menschen mit Migrationsgeschichte, nicht weißen Menschen und ihren Rassismuserfahrungen. In Deutschland haben ungefähr 22,3 Millionen Menschen eine Migrationsgeschichte. Das sind 27% der Bevölkerung, also ungefähr jede vierte Person. Und in der Musikbranche müsste sich das ja eigentlich widerspiegeln, oder? Nach fast 10 Jahren Erfahrung in der Live-Branche kann ich sagen, oft sucht man nach Menschen mit Migrationsgeschichte in der Branche leider vergebens. Als ich angefangen habe, mit 14, 15 Konzerte zu organisieren in einem selbstverwalteten Jugendzentrum in der Kleinstadt, war ich immer die einzige Person mit einem nicht-deutschen Elternteil. Und auch als ich angefangen habe, mit Bands auf Tour zu gehen, auf Festivals gearbeitet habe, war das immer noch so. Ich war überall immer die einzige nicht-weiße Person. Und bis heute hat sich daran leider nicht genug geändert. Aber woran liegt das denn genau? Erstens ist es eine Frage der Zugänge. In der Musikbranche läuft viel über unbezahlte oder schlecht bezahlte Praktikas und viele Menschen mit Migrationsgeschichte kommen aus sozioökonomisch schwächeren Gesellschaftsschichten und haben oft schlichtweg nicht die finanziellen Mittel dazu. Zweitens resultiert daraus, dass die Vorbilder fehlen. Viele junge Menschen brauchen zum Berufseinstieg Vorbilder, die ihnen ähneln, die aussehen wie sie, die gleichen Perspektiven haben wie sie. Je weißer die Szene aber ist, desto weniger angesprochen fühlen sich nicht weiße Menschen und trauen sich oft den Schritt in die Branche gar nicht erst zu. Hinzu kommt die Angst davor, Rassismuserfahrungen zu machen. Und das ist keine unbegründete Angst, das kann ich aus eigener Erfahrung leider sagen, denn Rassismus existiert. Eine Studie der Initiative Black Lives Music UK von 2021 hat belegt, dass in Großbritannien 73%, also fast drei Viertel, aller schwarzen AkteurInnen schon mal an ihrem Arbeitsplatz Rassismus erlebt haben. Aber warum spreche ich jetzt von Großbritannien und nicht mehr von Deutschland? Ganz einfach, es gibt für Deutschland keine Zahlen. Und das ist total symptomatisch für das Problem, denn es fehlt hier schlichtweg ein Bewusstsein, dass dieses Problem überhaupt existiert. Und genau deswegen habe ich zusammen mit meiner Geschäftspartnerin Same But Different gegründet. Wir sind eine Diversity Management und Consulting Agentur und beraten Unternehmen dabei, sich diverser aufzustellen und Diskriminierung in den eigenen Reihen zu vermeiden. Uns geht es ganz viel darum, Menschen Handwerkszeug an die Hand zu geben, aktiv einschreiten zu können, wenn sie Diskriminierung erleben und dann auch Maßnahmen zu implementieren, die präventiv solchen Situationen vorbeugen können. Wir sprechen oft darüber, was für Begriffe vielleicht rassistisch sind, sexistisch sind, antisemitisch sind, wie man auch als Führungskraft solche Konflikte auflösen kann, wie man sich zum Beispiel am Arbeitsplatz verhält, wenn diskriminierende Dinge gesagt werden. Viele Unternehmen in der Branche sind aus Buddy-Strukturen gewachsen und oft halt mit den Leuten besetzt, die man halt so im Umfeld hat und kennt. Und wenn es jetzt aber darum geht, neue Stellen vielleicht mit People of Color zu besetzen, dann helfen wir dabei, das Unternehmen nach außen hin so aufzustellen, dass die sich überhaupt erstmal angesprochen fühlen. Das heißt, wir checken, wie sehen die Stellenausschreibungen eigentlich aus? Wird da inklusive Sprache benutzt? Menschen, die marginalisiert werden, werden die konkret angesprochen und ermutigt, sich zu bewerben? Gibt es vielleicht Kanäle, die dem Unternehmen gar nicht bekannt sind, wo man bewusst mehr Menschen Migrationsgeschichte ansprechen könnte? Auch wenn es manchmal enorm anstrengend und frustrierend ist, liebe ich meine Arbeit und liebe ich meinen Job. Denn es lässt sich schon feststellen, dass auf jeden Fall ein Umdenken in der Branche stattgefunden hat und mehr Menschen verstanden haben, dass das Thema in Zukunft nicht weggehen wird. Wir brauchen diversere Stimmen und Perspektiven, wenn die Branche wirtschaftlich bestehen will, wenn sie weiterhin attraktiv sein möchte, wenn in Zukunft ein junges, neues Publikum erschlossen werden soll. Denn nachfolgende Generationen sind Werte wie Diversität genauso wie ökologische Nachhaltigkeit unfassbar wichtig. Außerdem haben Kunst und Kultur für mich auch einen gesellschaftlich integrierenden Auftrag und sollten für alle da sein und für alle zugänglich sein. Also, habt keine Angst vor dem Thema, holt euch Hilfe und geht die Sache an.